Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück im Dschungel von Neverwinter. Beziehungsweise eigentlich sind wir ja nicht in Neverwinter, sondern in Schalt. Aber sei's drum. Wir müssen uns jetzt hier diesen Talisman holen aus der Kiste. Talisman des Mütterchens, komm her. So, Talisman des Mütterchens. Da ist er. Ein Talisman des Mütterchens, mit dem ihr sie in den verlassenen Dorf Mbala am Schossenstarten Kult aufsuchen könnt. So, Mbala war doch hier unten, genau. Mit dem Talisman des Mütterchens Mbala. Okay. Dann mal los, los, los. So, mit den Krabben wollen wir hier nicht spielen. Nein. Heute nicht. So, hier. Oh. Nein, 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 mit euch wollen wir nicht spielen. Und auch nicht mit den Allosauriern. Oh, das wollen wir aber haben. Wuterz oder so ähnlich. Und was ist das hier? Na? Sennisblätter, Teakholz. Wir nehmen alles. So, Teakholz hatten wir noch nicht. Ich glaube, ich muss... Was ist denn da los? Da jemand am Ertrinken? Ein Feuerelementar? Ja, das gehört auch nicht ins Wasser, ne? Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich muss dringend in der nächsten Zeit auch mal mit der Storm King Thunder Kampagne weitermachen. Dort gibt es ja auch dieses Treibeismeer, wo ich unbedingt hin soll. Ha. Huh. Aber ein paar Folgen lang werden wir uns noch hier aufhalten. Dann werde ich wieder ein paar Folgen in Storm King Thunder machen. Da sind die Monster auch nicht so böse. Und dann werde ich wieder hierher kommen. Und da habe ich wieder was gesehen. So, ich hoffe, hier erwartet mich jetzt nichts Böses. Ach, Naturpaket. Na, was haben wir denn hier? Ah, warum nicht? Komm. So, hier sind Deinonychusse. Ah, und sie haben mich gesehen. Also wie weit eigentlich muss man entfernt sein, damit man nicht gesehen wird? Alter Schwede. Armand, hey, den kenne ich doch. Ich glaube, Armand ist echt hinter dem Tyrannosaurus immer her, ne? Kann das sein? So, und wir müssen jetzt da lang. Zu Mütterchen Kuku. Oh, durch den Nebel durch. Irgendwie ist das ein bisschen unheimlich. Ungehindert passiert ihr durch den Nebel. Und wenn ich so durchgehe, dann ist das nicht ungehindert. Okay, schön vorsichtig. Ein Schritt nach dem anderen. Der Todesflug kann an jeder Ecke lauern. Aber wir haben ja den Talisman von Mütterchen Pupu. Ich glaube, Mütterchen Pupu ist eine Kannibalin. Ne, so wie es aussieht. Alter Schwede, das kann doch nicht... Oh. Wie viele Knochen sind denn das? Wie viele Abenteurer, Mbala? So, das müssen wir uns jetzt mal durchlesen. Das Plateau von Mbala war dereinst das Zentrum eines kleinen Königreichs, von dem nur noch Ruinen geblieben sind. Heute lebt dort eine weise alte Frau, die sich Mütterchen Pupu nennt. Manche behaupten, dass sie den Tod anbete und dunkle Rituale durchführe. Die meisten vermeiden es jedoch nach Kräften,
von ihr zu sprechen oder auch nur ihren Namen zu erwähnen. Na gut. Was war das? War das Mütterchen Pupu? Ist Mütterchen Pupu vielleicht ein Drache in Menschengestalt? Oh, ich sehe da was glänzen. Ich sehe da was glänzen. Hallo Freunde. Da, da, da. Ausspielstein. Ja, die sind hier wahrscheinlich sehr gut versteckt, ne? Aha, der Todesfluch bringt viele Besucher zum Mütterchen. Hm. Ist das die Heilmedizin, die wir brauchen? Wir wissen es nicht. Könnte auch Gift sein. Mütterchen mag Besucher im Baller. Ja, ich sehe es, dass du Besucher magst. Die sind da vorne, die liegen da vorne alle, ne? Was ist das hier? Irgend so ein kleiner Gnom, ne? Okay. Mütterchen. Das werden wir sehen. Warum kommt ihr in das verfluchte Mballer, um Mütterchen Pupu zu sehen? Sucht ihr einen Liebeszauber? Oh ja, genau. Oder einen Fluch? Nö. Nein, ihr sucht nach Wissen. Mütterchen Pupu weiß von vielen Dingen. Aber Wissen kommt zu einem Preis. Es gibt immer einen Preis, der bezahlt werden muss. Ja, das kenne ich schon. Gibt es sonst noch etwas? Ja, zum Beispiel die Jagd auf die Batiri. Bitte helft dem armen Mütterchen Pupu, ihre Magie zurückzubekommen. Oh. Die Batiri-Gurken wissen, dass es in Mballa starke Magie gibt. Sie schleichen sich ein und stellen Mütterchen Pupus Juju-Beutel. Juju. Sie glauben, mit Juju-Beuteln werden sie zu mächtigen Schamanen. Diese Dummköpfe. Holt meine Juju-Beutel zurück und erteilt den Batiri eine Lektion. Eine tödliche Lektion. Ach, und ihr vermisst noch jemanden, ja? Mütterchen Pupu kann spüren, dass die Batiri im Dschungel einen Menschen gefangen genommen haben. So große Schmerzen. So alleine. Vielleicht einer eurer Freunde? Legt Mütterchens Sackleinen über euren Freund, dann wird die Person hierher nach Baller transportiert. Okay. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Oh, das nein! Celeste! Aus. Ah, und das hier ist dieser, dieser Super-Tyran. Oh nein! Okay. Hast du noch was zu sagen, Mütterchen? Ich werde nun gehen, Mütterchen. Was kann das alte Mütterchen Pupu für euch? Okay. Also da ist das Lager der Batiri. Also Celeste. Na gut, dann befreien wir mal Celeste, ne? Muss ich hier noch irgendwas Mütterchen Pupu helfen?
Materie-Goblins jagen, Juju-Beutel holen, verschollenes Expeditionsmitglied finden. Kein Problem. So, na, ist hier schon alles durch, ja, ne? Ich hätte sonst geholfen, aber... Ah, so ein kleiner Lich, ne? Halblich. Tada. So, aufgesattelt. Kann ich eigentlich auch am Ocean Star längs laufen, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich möchte da jetzt nicht runterspringen, nur um zu merken, dass ich den Sturz nicht überlebe. So, hier ein bisschen... Ach, das ist... Ah! Hallo, mein Freund. Hier, Amand. Ah, diesmal helfen wir ihm. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie... Keine Ahnung. Ach, und hier kommen noch die Deinon-Schüsse. So, gebracht hat mir das nichts, ne? Oder? Nö. Die Frage ist, wenn man ihn erlegt... Also bringt es was, bestimmt bringt es was, ihn zu erledigen. Aber bringt es halt auch mehr als Erfahrung. Könnte ich mir ja auch vorstellen, dass es nicht einfach nur Erfahrung bringt, sondern auch irgendwas droppt. Möglicherweise muss man dann aber eine bestimmte Menge an Schaden auch reinkloppen. Ja, ja, ihr seid viel zu langsam, ihr blöden Krabben. So, okay, Batterie-Gebiet, nein, noch nicht. Vollnis Oger, mit dem wollen wir nicht spielen. Kann ich eigentlich hier klettern? Kommt mir fast so vor. Na? Aber viel weiter auch nicht, ne? Ich wollte halt so möglichst hoch. Nee, aber hier ist Gebietsgrenze. Hier ist die Gebietsgrenze. Und hier haben wir wieder ein paar Fäulnis-Oger. Da sind die Batterie. Okay. Und hier auch noch ein paar Batteries. Uah! Alter Schwede. So, atme mal tief ein, Freunde. Ah, einer ist noch übrig. So, her mit dem Juju-Beutel. Also die Batteries, die gehen eigentlich. Die Frage ist... Ab wie vielen Batteries gehen sie nicht mehr? So. Okay, links ist Batteriegebiet.
Ah, Batiri. Ja, wollen wir es lesen? Wollen wir, ne? Chult ist die Heimat einer Vielzahl unabhängiger Goblin-Stämme, die in ihrer Gesamtheit einfach nur Batiri genannt werden. Die Batiri verehren den grausamen Kriegsgott Mglubiert. Ihre Stämme werden zumeist von Königinnen regiert. Wenn eine solche Königin stirbt, dann brechen umgehend Machtkämpfe aus, die erst enden, wenn eine Aspirantin alle Rivalen ausgeschaltet und sich zur neuen Königin erklärt hat. Wie wär's, wenn Celeste die neue Königin wird? Während die Batiri viele einzigartige kulturelle Eigenheiten aufweisen, unterscheiden sie sich in ihrem Verhalten nur wenig von anderen Goblins. Sie sind abergläubisch, grausam, voller Misstrauen, untereinander zerstritten und sie lieben es, ihre Opfer auf kreative Weise zu foltern, bevor sie sie fressen. So, okay. Genug gelabert. Machen wir mal so. Einmal. Pam! Irgendjemand hat hier gerade noch sich übergeben oder so. Keine Ahnung. Hat sich's berührt. So, mehr Batiris. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Den könnten wir möglicherweise befreien, ne? Wah! Na komm. Den befreien wir mal. Wo kommen die Viecher denn plötzlich alle her? So. Ja, Hilfe, Hilfe. Der. Den muss ich killen. Ich wette, der hat sie beschworen. Ist ja gut, hier. Schalt das Bär. Lauf weg. Also hier könnte ich theoretisch auch mit der anderen Einstellung für meinen Charakter kämpfen. Das sind ja eher so Trash-Mobs. Das sind einfach nur viele. Was ist das denn hier? Ach so. Nichts Besonderes. Was haben wir hier? Juju-Beutel. Zack. Wieder einer mehr. Hier die Mitte will ich nicht angreifen. Ich weiß ja nicht, wie viele von den Seiten ich dann anziehe. Kann man ja nie wissen hier, ne? So, jetzt machen wir das mal so. Nur du zuerst. Und wieso? Beutel alle aufsammeln für Mütterchen Pupu. Und hier haben wir, glaube ich, noch einen Beutel, ne? Noch 6 von den Goblins. Ah. Hilfe? Ja, die Gruppen sind alle sehr dicht beieinander. Das ist halt das Blöde.
Ah, zu spät gedrückt. Ich bestehe doch nur aus Knorpel. Ich bestehe nur aus Knorpel. Ja, für die Suppe eignest du dich trotzdem, mein Freund. Sag ich mal so, ne? Für die Suppe geht's. Ist das auch noch alles? Ja, ist auch noch alles deren Gebiet. Oh, Arkan-Paket. Ja, wir gucken mal zumindest rein. Ja, toll. 75%, zweimal erfolglos. Das ist schon statistisch unwahrscheinlich. So. Nächstes Grüppchen. Sammeln wir mal ein bisschen hier herum. Den Heiltrank. Was heißt Heiltrank? Heiltrank. Hier, den Trank. Den nehmen wir einfach mal. Bisschen Erholung ist immer gut. Kann man öfter zuschlagen. Ah, da liegt irgendwas rum. Schalterruinen. Ihr habt einen Sahaball gefunden. So, was haben wir hier? Ein was? Abgerichteter Komposul... Dinosaurier. Ein abgerichteter Dinosaurier. Nur irgendwo hier muss doch... auch Celeste sein, ne? Aber erstmal finden. Das sind die Allos. Ja. Das sind die Allos. Aha. Jetzt kommen sie. Ja. So, Freunde, macht doch mal so, ne? Au! Alter Schwede. Na, ja, kämpft mal alle miteinander, hoffentlich. Au! Hallo? So. Ich gehe. Keine Lust mehr auf euch. Aber weit komme ich hier nicht, ne? Hm. Weit komme ich hier leider nicht. Aber euch nehme ich noch mit. Und euch nehme ich auch mit. Wie hat der mich denn gesehen? Hallo, ich bin unsichtbar.
Ja, Spinnen! Genau. Au! So. Hier kommt ihr nicht, ne? Aber die Spinnen kommen. Und tschüss. Ah, aber der Rest ist noch da. Ja, eine tolle Gegend, wie man sieht. Also perfekt, um Urlaub zu machen. Wow. Na gut. Also Allosaurier, hm? Besonders in Verbindung mit ein paar anderen zusammen. Verlorenes Gruppenmitglied finden. Ich muss ja wieder zurück, ne? Hilft ja nichts. Es hilft nichts. Aber was ist das hier? Wie kommt man da hin? Ah, wahrscheinlich hier rum. Ich habe versucht, da rumzugehen. Aber hier müsste es gehen. Und möglicherweise ist Celeste dann hier. Okay. Spinnen und diese blöden Deinonchusse. Kümmern wir uns erstmal um die Spinnen. Ja, die kommen auch gleich. Ah, und noch mehr von der Seite. Wie viele sind denn hier? Ja, genau. Spinnen jetzt bitte wieder her. Ho. Aua, aua. Also wann immer möglich, sollte man sich vielleicht nur mit einem Mob zur Zeit auch anlegen. Alles andere ist echt höchst gefährlich. Zumindest wenn man wie ich, also die Voraussetzungen nur knapp erfüllt. Ich habe ja nur knapp 12.000 Gegenstandsstufe. Ne, 11.800 habe ich. Das reicht so knapp. So. Na? Hier wieder was für ein Arcane-Paket.
Nehmen wir mit. Ich schaue gerade auf die Uhr. Ich muss jetzt ein kleines Päuschen machen. Es hilft nichts. Die Zeit ist mal wieder rum. Das heißt, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es war spannend. Also für mich ist es spannend. Und es hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich bedanke mich und sage bis bald.